Thorsten Legert, auch einer meiner persönlichen Helden, ist ja traditionell etwas ganz anderes wichtig. Thorsten Legert ist disziplinwichtig und deshalb bringt er es immer auf den Punkt. Sag bitte, dass du jetzt nicht kannst, weil du probst, bitte. Was macht sie da? Wirklich, das ist Disziplinlosigkeit. Das ist Disziplinlosigkeit. Ein Glück ist ihm das noch eingefallen. Ich packe schnell was hinten dran, dann fällt vorne nicht mehr auf. Das ist Disziplinier. Thorsten Legert und die deutsche Sprache, ich glaube, ja, die haben sich auseinandergelebt. Da stimmt die Grammatik. Die sind nicht auf einer Chemie, muss ich sagen. Nein, nein, Disziplinier. Nun ist ja aber Thorsten Legert verdienter Ex-Fußballer. Und als Ex-Fußballer musst du dich nur wirklich nicht mit Grammatik auskennen. Ich erwarte aber schon vom ZDF, ja, dem Flaggschiff deutscher Unterhaltung für Ältere, da erwarte ich schon, dass Sie gerade bei einer Meldung zur PISA-Studie mit der Grammatik schon wissen, wie man da umzugehen hat. Bundesweit erreichen 22% der Viertklässler selbst den Mindeststandard nicht. Könnten wir das Wort Mindeststandard kurz einmal ranzoomen? Kriegen wir das größer? Sehen Sie es hier? Mindeststandard. Ich dachte immer, es heißt Standard. Aber es scheint Standart zu sein. Es ist eine Kunstform von stehender Kunst. Standart. Und Sie müssen sich vorstellen, das ist wirklich eine Sache in Bezug auf die PISA-Studie, müssen Sie da richtig machen, einfach nur richtig schreiben. Und das haben Sie nicht hingekriegt. Das ist doch das Einzigste, was du bei der am meisten gegucktesten Sendung im öffentlichen Rechtlichen, also da, wo ich Vertrauen tue, drauf achten hab. Aber das kriegen die nicht hin. Leute, es wird mit D geschrieben, das heißt ja auch nicht ZTF. Heißt nicht, ne? Oder? Na, man muss sagen, warten Sie mal. So ein Fehler wäre RTL 2 nicht passiert. Ich bin kurz davor zu sagen, ZDF ist kein Fernsehen. Das würde bedeuten, RTL 2 rückt auf und ZDF ist jetzt das schlechteste Fernsehen der Welt. Schade, habt ihr verbockt. Schade. Ja. Meine Damen und Herren, was sonst noch so passiert ist, sehen Sie jetzt natürlich in unseren brandheißen Schlagzeilen der Woche. 3, 2, 1, yeah, look, yeah, wow. Hallo bei den TV-Total. Schlagzeilen. Schlagzeilen. Zuerst mal Glückwünsche ans Geburtstagskind. Er wird heute 50 Jahre alt. Eminem. Ich mach noch mal. Eminem. Da sagen wir natürlich... Gute zum Geburtstag! Der Superstar hat in Deutschland viele Nachahmer, wie ihn. Ich glaube an Gott, Vater, den Allmächtigen. Oder ihn. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht, yeah! Also, lieber Eminem, dann mach mal schön die Butze runter und feier noch schön. Weiter geht's mit... Schlagzeilen. Schlagzeilen. Der koreanische Modezar Kim kommt nach seiner Kollektion Action Man vom vergangenen Jahr in seiner neuen Herbstkollektion sanfter daher. Das neue Outfit kommt nicht nur bei den Frauen gut an. So muss halt ein Mann aussehen. Toll. Sondern auch die Kollegen haben sich schon komplett eingedeckt. Aber der heißeste Scheiß an... Schlagzeilen. Schlagzeilen. ...ist das hier. Deutschlands Promi-Knacki-Club darf sich auf Zuwachs freuen. Den Schubeck Alfons Homs wegen Steuerhinterziehung erwischt. Die finanziell goldenen Zeiten... Dann haben wir noch ein bisschen Bargeld mit. ...sind wohl schon länger vorbei. Da stellt sich die Frage... Woran hattet ihr gelegen? Vielleicht lag's ja an der Kochkunst selbst. Nur noch wenige sagten am Ende... Lecker, lecker, lecker. Die meisten gaben sich bedeckt. Nicht mein Geschmack, aber ist wahrscheinlich sehr lecker. Seine Angestellten sollen es auch mit dem Würzen nicht so rausgehabt haben. Sehr guter Maler ist, ja, der auch wirklich die Bilder werden hoch gehandelt von dem. Mhm. Der macht sehr schöne Sachen. Malen Sie dann auch abstrakt oder eher langsam? Wir malen oder? Dann gegenstandslos bei Das, ja. Schön, toll. Und seine Rezepte zum Nachkochen kamen ebenfalls nur mittelmäßig an. Wer mag? Ich nicht.
Okay. Naja, sollte er bald einsitzen, können sich die Knacki-Kumpels wenigstens auf gutes Essen freuen. Komm, lecker küken. Bon Appetit. Und das waren auch schon die Schlagzeilen. Schlagzeilen. Genießen Sie das alles und schlafen Sie am Montag. Schalten Sie doch am Montag wieder ein. Alles klar, tschüss.